Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Ehrenpatenschaft für Bushidos Drillinge Leonora, Naima und Amaya übernommen. Besonderer Tag für die Drillinge Leonora, Naima und Amaya, die drei jüngsten Kinder von Bushido und Anna-Maria Ferchici haben nun Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier als Ehrenpaten. Heute hat der Bundespräsident die Ehrenpatenschaft unserer Drillinge übernommen, schrieb der Rapper in einer Instagram-Story. Eine der von Steinmeier unterzeichneten drei Urkunden zeigte er auf einem Foto. Wir freuen uns sehr über die Ehrenpatenschaft, da der Bundespräsident eine völlig andere Ebene repräsentiert, mit der man Sauer Bürger kaum Schnittstellen hat, erklärte seine Ehefrau Anna-Maria Ferchici dem Sender RTL in einem Statement. Es erfüllt uns mit Stolz, dass unsere Drillinge jede für sich eine Urkunde vom Staatsoberhaupt besitzen. Das hat einen hohen emotionalen Wert für uns. Ehrenpatenschaft soll Sozialprestige kinderreicher Familien stärken. Die Familie habe dabei keine Extrabehandlung erhalten, wie Ferchici in einer Instagram-Story betont. Denn der Bundespräsident übernimmt die Ehrenpatenschaft für das siebte Kind einer Familie, wenn die Eltern dies beantragen. Die Ehrenpatenschaft hat in erster Linie symbolischen Charakter. Sie ist mit der Taufpatenschaft nicht zu vergleichen, heißt es auf der offiziellen Webseite des Bundespräsidenten. Die Ehrenpatenschaft stelle die besondere Bedeutung heraus, die Familien und Kinder für unser Gemeinwesen haben, und solle mit dazu beitragen, das Sozialprestige kinderreicher Familien zu stärken. Abu-Chaka-Prozess. Die Auseinandersetzung zwischen Bushido und Abu-Chaka geht mit einer Tondatei in die nächste Runde. Wir haben den Antrag ganz offiziell und sehr bürokratisch stellen müssen und haben alle Anforderungen erfüllt, erzählt Anna-Maria Ferchici RTL. Das Patengeschenk, laut der Familie 1. €500 haben die Ferchicis gespendet. Im vergangenen Jahr hat der Bundespräsident 414 Ehrenpatenschaften übernommen, seit 1949 sind es insgesamt etwa 82. Hundertste Leonora, Naima und Amaya kamen am 11. November 2021 zur Welt. Zuvor hatten Bushido und Anna-Maria Ferchici bereits vier gemeinsame Kinder, darunter Zwillinge. Einen Sohn brachte sie mit in die Ehe. Die beiden sind seit 2012 verheiratet.